Damit, hallo und herzlich willkommen zurück. Du musst auch da, Cola da. Ist doch jetzt eh nicht. So. Na dann, Prost. Übrigens. Finger weg vom Alkohol. Ach, egal. Gut. Situationen sind immer noch die gleichen. Jawohl. Druckverband Feuer. Na dann bitte. Die gute alte heißt die Feuer, Feuer, ja. Nein, nicht Feuer. Feuer. Nicht offiziell Feuer, okay. Achso. Jubel Chaos nach Wiederfälligkeit. Druckverband. Das sieht schon mal ganz schlecht aus. Da sind wir schon auf 4 drüber. Okay, Fingerfertigkeit. Fucking 1, Mann! Der ist, ja, der ist für immer geheilt. Da eine 20 kommt. Da ist eine 20, okay. Ja, war rein, aber keine 20. Ja, okay. Du legst den Druckverband an. Die Wunde verschließt sich. Und die Wunde ist erstmal zu. Na gut, scheiße, weg mit der Wunde. Fick doch deine hässliche Eins. Gut, ich kann's noch, Kinder. Die Wunde ist weg. Na, da frisst ich noch keine Bohne. Ach. Du hast noch keine Bohne, alles klar. Habt ihr beiden noch einen Platz im Bohnen? Wie sieht's denn aus? Wollen wir da nochmal reingehen, da? Oder wollen wir einfach nach Kanada fliegen, wo gut ist? Ich würde jetzt gerne wissen, wie lange das dauert mit dem Dingens. Und ich will da jetzt nicht rein, damit wir dann nochmal eine 20 würfeln. Okay, dann gehen wir halt da nicht rein. Ich rufe zu Toni. Alter, Toni hat sich gegessen, wir wollen fliegen. Ja. Okay. Was ihr nicht sagt, sollen wir da ein Fenster in der Doppeltür? Wer ruft denn nicht jetzt? Ich flipp hier gleich wieder, ne? Bestimmt Robert. Oh, gar keiner. Was war die Frage? Ist da ein Fenster in der Doppeltür? Nein. Das ist eine Stelle in der Doppeltür von hinten. Okay. Ich klopfe mal gegen und gucke, ob sich da drin was rührt. Okay, passiert nichts. Jetzt will ich doch wissen, was da drin ist. Ich auch. Versuch doch mal den Glück zu erzählen, wie du ab und mach das Flugzeug selber. Ja, okay, ich sage hier, so, Kinder, ich will jetzt wissen, was da drin ist. Da drin bewegt sich, ich dresche da übelst drin. Warte, ich gehe mal ein paar Schritte weg. Ja, aber ich dresche. Ich klopfe erstmal richtig doll dagegen, so richtig laut, dass das im ganzen Hangar zu hören ist. Das möchtest du mit der Körperkraft machen. Meine Körperkraft habe ich auch nicht viel. Ja, klar. Aber ja, gut, es passiert nichts. Gut, dann hier, jetzt will ich wissen, was da drin ist. Vielleicht ist da übelst der Kampfjet drin, den auch nicht fliegen kann, wo drauf steht. Ja, man kann den fliegen. So, und ich mach jetzt nochmal an mit der Hebelwirkung meiner Axt. In 12, super, Fingerfertigkeit, nochmal Fingerfertigkeit. Nur mal so, falls das jemand. Nochmal eins, ja. Doppelwurzel. Ja, ist jetzt nichts Besonderes mehr. Gut, bis hier drüber, und du machst auf. Deine Axt wird nochmal geschliffen und dein. Der Schlossmann geht rein und der Checker sich ein. Die Tür geht auf und. Alle sind so geil davon überzeugt, wie geil du das aufgemacht hast, dass sich dein Sozialstatus dauerhaft um 2 erhöht. Damit kann ich so auch keinen Blumentopf gewinnen, aber ist erstmal nett. So. Ja, nett ist die Seelenschwester von Scheiße. Ja, genau. Ja, du bist ja jetzt nett. Als Sozialstatus. Ja. Na, ja, zumindest besser als du. Und der Hangar ist offen. Wie ist denn das? Und jetzt gucke ich da rein. Okay, du siehst einen sehr langen Gang, an dessen Ende nochmal eine Doppeltür ist. Der lange Gang ist einfach nur ein leerer Gang. Die Wand ist rot und weiß. Und ja. Ich gucke in die. Da ist bestimmt so eine Tür da irgendwo mal, ne? Naja, ein Fenster. Das ist nur eine Doppeltür. Und da vorne hängt ein Schlüsselbrett und da finde ich auch immer die Schlüssel für den Jet, den machen wollte. Nein. Oh Mann. Das ist einfach nur ein langer Gang, an dessen Ende eine Doppeltür. Gut, ich gehe zur Doppeltür, die ist bestimmt verschlossen. Die ist zumindest zu. Ich mache ganz leise die Tür auf und gucke mal. Okay, während du die Tür ganz leise aufschiebst, hörst du zumindest durch die Hallen schallen. Ich schaue meine Sinne, um zu hören, ob das einer ist oder mehrere. Sagen wir mal, plus 10 und minus 10, also unter 10 und mehr als weniger als 10. 20, mit 20 werden wir auch fertig. Du hast eine ungefähre Angabe von mir bekommen, wenn du deine Sinne schärfst. Klugheit, Intuition, Intuition. Nochmal, deine Intuition und nochmal Intuition. Okay. Ja, du hörst es definitiv mehr. Also, ein paar. Du hast eine ungefähre Angabe, das ist ein Mehr. Ich meine, ja, mit mehr meine ich mehr als nicht, nur, als mehr. Nicht nur 10 oder 20. Während wir den ganzen Pfeffer machen, bewegt sich der Flugzeugmenschen hierher, ne? So langsam. Naja, die 5 anderen Leute haben ja wohl eine Lust. Gut, dann mache ich die Tür auf.
Okay, du siehst eine Halle vor dir, ich sag mal so eine typische, ich sag mal, ja, Warte, also wie du es kennst, wenn du in ein Flugzeug reingehst, ne? Und eine lange Halle, wo die ganzen Terminals und bla 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 sind und ein paar Shops und so weiter. Und du siehst, diese Falle ist... Ist eine Falle. Ist durchaus prall gefüllt mit einigen Untoten. Also so prall gefüllt, dass du definitiv nicht durch die Gänge bis zum Ende durchgucken kannst. Nur an der Tür, wo du gerade bist, ist relativ easy. Ich denke mir so... Okay, die Tür wieder zu. Ich mach mal die Tür wieder ran und bewege mich Richtung Ausgang und sage, wenn ihr richtig Bock habt, gehen wir jetzt da rein. Gut, du kommst erstmal am Ausgang an und die Tür hinter dir, durch die du gerade durchgeguckt hast, geht auf und die Viecher schwimmen in den Gang rein, in eure Richtung. Dann schiebe ich die große Stahltür wieder zu. Okay, du schiebst sie zu, also du drückst sie. Ist ja jetzt so öffentlich. Ja, okay, ist zu. Die kommen allerdings auch dann, weil die Tür ist ja nicht wieder verschlossen. Die Tür ist zu. Ich nehme mein taktisches Messer raus und hau das von unten zwischen die Türen, also Türspalt, und von unten hau ich das Messer dazwischen, dass die Tür verkeilt ist. Dass die Tür nicht kriegen. Das verstehe ich jetzt nicht, wie du das Messer reinhast. Du hast eine Schiebetür, Kai. Die laufen. Es ist keine Schiebetür. Es ist eine so aufmachbare Tür. Das ist ja noch besser. Okay. Dann hole ich das Messer runter und dann kann die Tür nicht mehr aufgehen, weil sie verkeilt ist. Wo haust du das hin? Na, die Tür geht so auf. Türspalt, ja. So. Dann hier unten ist Freiraum, hier ist ja eine Kante. Mhm. Dann lage ich von hier das Messer runter, dann kann die Tür nicht mehr auf. Das ist logisch, ne? Das ist stinknormaler Türkeil. Bloß ein bisschen improvisiert. Nein. Nein, ich will nicht steillos werden. Also ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Das funktioniert einwandfrei. Schranktür, zwei Türen, geht so auf. Ja. Er haut den Keil da rein, damit die beiden Türen nicht mehr aufgehen, weil das verkeilt. Weil das ist ja ein Keil. Also er haut es quasi in die Tür rein? Nein, nicht von in die Tür, unten zwischen Türspalt und Boden. Ah, okay, verstehe. Und du bist sicher, dass das nicht mit ein bisschen Gewalt gegendrücken aufgeht? Aber die haben ja keine Gewalt. Ich bin ziemlich sicher. Hast du schon mal versucht, eine verkeilte Tür aufzudrücken? Naja, nee. Das ist ziemlich schwierig. Aber wenn ich meinen Fuß vor die Tür da stelle und du stehst außen, kommst du schon dadurch nicht mehr rein, ohne dass das ein Keil ist. Auch nicht, wenn 100 Leute mit voller Macht als Masse dagegen sind? Die sind ja nicht volle Wucht, die sind ja... Du hast Physik gehabt, der Impact ist nicht so ganz dolle. Dann lass mich erst mal drauf würfeln, ob das klappt. Ja, okay. Wir müssen jetzt mal gucken, auf was du da überhaupt würfelst. Da ja, was würfelst du denn? Bootsfahrt. Ah, deswegen wolltest du Fuß machen? Ja, Mann! Ich wollte noch meine Skills ein bisschen ausprobieren. Fingerfertigkeit ist auf jeden Fall. Dann machen wir dreimal Fingerfertigkeit mit 18 Ausgleichen. Dann sehen wir uns jetzt nicht. Das ist doch ein Okay, nicht verkehrt. Ja, gut, ich sage, Kinder, alle mal zuhalten. Okay, gut, ihr haltet gemeinsam die Tür zu, während von innen regelmäßig, dauerhaft, konstant dagegen gedrückt wird. Ich sage zu meinen Jungs, wir gehen mal ein Stück. Wir gehen mal gucken, ob die Flugzeuge gut aussehen. Okay, Toni ruft hinterher, der an der Tür steht. Hey, was macht ihr? Packt mal hiermit an. Ich sag so. Okay, hab die Scheiße gebaut. Ihr wart ja sowieso auf mehr gefasst. Also, wir hauen jetzt auch ein Stück ab. Und dann machen wir es mit derselben Taktik wie vorher. Pass auf. Wie sieht denn die Tür aus? Zwei Klasse. Stahltür, ja. Ich habe einfach meine Brechstange dazwischen. Und darauf muss ich nicht mal würfeln, weil ich mach plus den hier. Okay. Auf die Idee kommst du jetzt? Ja, ich wusste nicht, dass ich eine Brechstange dabei habe. Na dann, hast du das gemacht. Und die Tür ist ein Gehschrank-Skelettchen gehabt, aber Holz ist, glaube ich, nicht so gut. Zuzubleiben. Hätte doch die Schnapper dazwischen stecken können. Ich brauch die eh nicht. Ich hab Fernkampf 3. Geht das runter zu gucken, ne? War noch dran. Okay. So, gut, ich kriege Gehschrank dazwischen gepackt. Ja, war vielleicht eine scheiß Idee, habe ich aber irgendwas gesehen in der Hand hinten drin. Nee, wie gesagt, das war zu dicht, dass du da irgendwas sehen konntest. Aber gut. Eigentlich habe ich voll Bock, die scheiß Stange da rauszulatschen, einfach nur zu pelzen, ey. Dann gehst du aber drauf. Du wolltest Action? Rechne. Nimm's nicht ernst, so, wo genau sind wir jetzt? Vor der verschlossenen Tür. Vor der wieder verschlossenen Tür. Die Stunde, ich muss mal rausgeflogen. Da oder da? Auf dem Flugplatz, glaube ich, noch. Ich denke mal, hier so durch. Ja. Gut, dann können wir jetzt wieder fliegen, oder? Fliegen? Nein, die Leute sind noch nicht wieder da. Aber okay.
Ja, gut, dann chillt ihr da. Wahrscheinlich chillt ihr da. Das sind die Leute wieder. Ja. Und da sind wir. Ungefähr. Ja, der Typ, der Bär und die ein paar Leute aus der, von der Gruppe kommen jetzt auch an. Und ja, Bär fragt, ihr seid hier mit dem Flugzeug, ja, was soll ich denn, welche soll ich mir angucken? Und dann mit dem Kreis dran, den man nicht sieht. Ey, Dwayne, hast du dir den jetzt ausgesucht? Ja, das da. Das Kleine. Ja, das kann ich mir mal angucken. Hat jemand irgendwie mal eine Leiter gefunden oder so? Eine Räuberleiter. Wenn du das willst. Naja, das kriegen wir nicht. Ja, so, oh, hier war so ein Taschengübel. Räuberleiter. Ich glaube, Julian bereut es, hier runtergegangen zu sein. Naja, wissen wir, wie das geht. Aber ja, ich weiß. Dann hätte ja weniger rauchen können. Das ist keine Option. Das ist schon wenig. Hier. Ja, der Peter guckt sich das ein bisschen an. Kommt nach einer gewissen Zeit wieder zurück. Ja, also da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu machen. Ich sage mal, vor einem Monat kommt er da nicht weg mit. Das guck dir mal das nächste an. Such dir mal irgendeins, womit wir hier schnell vom Hof kommen. Ja, ich gucke mal. Guckt weiter, kommt nach einer gewissen längeren Zeit wieder zurück. So, damit der Witz hier keine Stunde dauert, habe ich mir das mal ein bisschen, naja, eher so ein bisschen grob angeguckt. Einfach damit ich jetzt nicht hier jede Stunde an jedem Flugzeug stehe. Aber ich kann doch auch Mechanik, ich kann ja mal gucken. Ja, ich glaube nicht, dass du mir da groß helfen kannst. Nein, sorry. Ja, ich kann ja trotzdem gucken, ob der Motor drin ist oder nicht. Ja, das interessiert mich aber auch nicht. Mautz! Mautz! Okay, ich glaube, jetzt kann ich auch mit Pflanzen erkunden, zu gucken, ob der Motor drin ist. Also, das Ding ist jetzt wie folgt. Du hast da einen relativen Glücksgriff gehabt, weil das, was du dir angeguckt hast, das ist wahrscheinlich noch mit das Beste hier. Also es gibt noch eins, was in einem besseren Zustand ist. Das ist aber ein großes Passagierflugzeug und da das größer ist, aber weniger Schäden hat, dauert es trotzdem genauso lang, das zu reparieren. Das in und es kostet mir Sprit, Das muss man auch mal sagen. Trotzdem, mir Treibstoff das groß, aber von den Kleinen ist das, was du dir angeguckt hast, definitiv das Beste. Na, ich will, ich kenne mich da aus. Ja, was du jetzt sagst. Also, wir kriegen das, ich mache mir da so ein kleines Team zusammen. Du klingst halt übelst wie Wolfgang hier von Baris Ferraris, Alter. Nee, der klingt wie Günther von Steel Buddies, der Lackierer, der alte Sack. So klingt der. Ja, das finde ich nicht. Ist ja auch egal. Ja, also ich mache mal da so ein kleines Team zusammen und dann gucken wir mal, was sich da so machen lässt. Stimmt, 380 Euro, die obligatorischen 80 Euro. Ja, den kenne ich ja auch. Bares für Rares. Hast du gezahlt? Bares für Rares. Hier, no product placement, aber Bares für Rares, richtig gut. Hallo. Hallo. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich sag mal so, ich kann das versuchen, in 3 Wochen fertig zu kriegen. Ich hab da aber nicht so die Hoffnung. Also macht euch da nicht so große Hoffnung. Ich kann dir doch helfen, ich bin ein Mechaniker. Was also ich bin schwarz. Ich bin ein Mechaniker, Nigger. Ich hab Fahrzeugbau und irgendwo ist ja Fahrzeug, auch Flugzeug. Ich glaube, also das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber ich glaube, das ja, Team, was ich mit meinen Leuten da zusammen mache, das ist schon ganz... Ja, dann mach es jetzt so. Ja, ihr setzt mich mal nicht unter Druck. Ich krieg das hin, aber ihr müsst mir da ein bisschen Zeit geben. Also wie ihr sagt. Ja, dann fang an. Wir geben dir die Zeit, die du brauchst. Wir vertrauen dir da. Du hast freie Hand, wer dir da hilft und wer dir eben nicht hilft. Und wenn wir diejenigen sind, die dir nicht helfen, dann ist das noch besser. Weil dann können wir deshalb mal Zombie schnitzeln. Was ein richtig schönes Hamburger Schnitzel rausmachen aus Jungs. Und dann geht das los hier. Oh, Canada. Ja, dann gehen wir mal zurück. Ich schwing nochmal Toni ran. Warum reden wir denn jetzt alle so? Toni. Komm mal her, mein Junge. Wenn das jetzt 3 Wochen dauert. Du alte Dampfhammer, du. Wie, wenn es mal länger dauert oder auch nicht. Wie lässt er uns das wissen? Wie lässt er uns das wissen? Ja, ich würde sagen, kommt einfach in 3 Wochen mal wieder vorbei und checkt das aus. Wir kommen gleich nebenan, wir können jeden zweiten Tag vorbeikommen. Dann also, kommt von mir noch jeden zweiten Tag vorbei. Treffen wir uns einfach in 3 Wochen und sehen. Können wir jeden zweiten Tag vorbei ein Bier trinken? Dann wird das Ding aber länger dauern. Wir trinken ja Bier und die anderen machen. Ja, keine Ahnung. Also, wir können uns zumindest öfter mal sehen, solange uns das nicht in Gefahr bringt. Also ich will jetzt zum Beispiel nicht draußen in der Stadt die ganze Zeit abchillen.
Aber sicher, wir können uns ja auf einmal alle 2 Wochen auf ein Bierchen treffen. Einmal alle 2 Wochen, wenn er 3 Wochen braucht, treffen wir uns quasi einmal. Ja, er kann uns ja mal ein Feedback geben. Wird's die nächste Woche? Kommen wir halt noch. Du besten Verdammter. Kommen wir dann doch schon nach 3? Kommen wir dann doch schon die nächste Woche wieder? Oder wenn er sagt, nee, du, ist nicht so, ist noch nicht so. Ja, gut, dann halt ist auch egal, komm, mach jetzt. Da kommt ja nach 4 Wochen erstmal ein Feedback geben. Wollen wir jetzt aber noch irgendwo brauchen? Also, du hast ja gesehen, wie übelst gut wir kämpfen können. Wir würfeln hier einzeln ohne Ende. Oder davon habe ich nicht so viel gesehen. Das Einzige, was ich von euch gesehen habe, ist, dass ihr euch gegenseitig zerhackt habt, eine Halle geöffnet habt, 1000 Zombies an die Tür gelockt habt und ja. Ich habe ja, das echt immer gut gekocht. Weißt du, warum du den Rest nicht gesehen hast? Weil wir mit unserer Zombie-Gruppe schon fertig waren. Da hätten wir uns noch einen Tee brühen können, weil ihr euch da so lange mit euren rumgepelzt habt, weil ihr einfach glatt seid. Warmes Wasser kriege ich hin. Was soll das jetzt hier werden? Ich will mich hauen. Von mir aus? Weich mal aus. Du weichst nicht aus. Du kriegst jetzt vorhin noch nicht. Ich hab hier, mir läuft das Blut die Nase runter. Erstmal kriegst du 4 Schaden. Ja, okay. Weil er dir ins Gesicht. Willst du jetzt unseren Mechaniker totprügeln? Das ist ja nicht der Mechaniker. Das war Tony. Achso. Ja, bin ich jetzt dran. Aber Tony ist. Und ich hau dich sowas von! Ich hau dich sowas von! Ey, der erste Schlag war frei, ne? Ja, der erste Schlag ist frei, der zweite ist kostenlos. Na, so eine richtige Schelle. Das ist geil. So kommen wir nie nach Hause. 6 Schaden. So, jetzt nochmal die Sache. Tony ist tot. Was passiert durch die 1? Tony so hart, dass er ohnmächtig auf den Boden fällt. Noch irgendjemand irgendwelche Fragen? Ich sag, der hat angefangen. Oh, zeig auf Tony. Stiefelkreis! Nein, ja. Alles gut, ich helfe Tony hoch, sage hier. Ja, okay, wir haben das geklärt, wir haben das geklärt. Was ist jetzt deine Scheiß, was ist jetzt dein Scheißproblem? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, das ist ja das Problem. Wir wollen so schnell wie es geht nach Kanada. Ja, das ist mir schon klar, aber wenn unser Mechaniker da sagt, vor in 3-4 Wochen geht nichts, dann geht vor in 3-4 Wochen nichts. Ja, wollt ihr den auf der U-Bahn-Station klären hier? Ha? Wollt ihr den auf der U-Bahn-Station klären? Wenn wir eben U-Bahn-Station, wenn wir immer beisammen sind, dann machen wir das jetzt noch. Ja, habt ihr das? Ich hab übelst Lust. Ich glaube, da braucht ihr uns nicht helfen. Ich bin froh, wenn ihr einfach erstmal weg seid. Wir kümmern uns um euer scheiß Flugzeug. Kommt einfach irgendwann wieder und ihr werdet hier nachmittags schon wen von uns treffen, okay? Okay, dann sage ich, wir gehen. Ich komme zu euch so. Auf 3 lauft ihr weg. Dann laufen wir nach Hause. Und dann? Nein. Wirst du sehen. Nein, mach nichts Blödes. Nein, hör auf. Wir kommen sonst nie nach Kanada. Ich geh schon mal vor. Es ist mir scheißegal, was der jetzt hier wird. Ich sage euch nur so, ich hätte eigentlich übelst Lust, einfach nur mal kurz die Brechstange da rauszuschubsen aus dem Tor. Und zu sehen, was passiert. Ich bin weg. Ich gehe vor, das ich ist bin auch nicht dabei. Alles über 3, also ab 4 ist raushauen, unter 4 ist raushauen. Ach scheiße. Will gar nicht. Nein, die lassen es trotzdem bleiben. Wir rennen. Du hast schon drauf gewürfelt. Ne, ich bin weg. Ich bin ja, schon voll Minuten los. Ach ja. Nee, ich bin nach Kanada. Wie weit ist denn der Mechaniker weg? Der ist tot. Ja oder nein? Nein. Hast du dir mal schon gar nicht gesagt, ob du mit einem 6er oder mit einem 20er oder so hast? Weil du gnädig bist, du kannst mich mal. Ganz einfach. Ja. Ich hätte mal sagen können, gut, die ist raus und hast du gefressen. Muschi. Hab ich nicht, weil ich gnädig bin. Ich bin gerade 2 Ja, ich bin super gnädig. Die hat aber keiner gewürfelt. Mit der 1-1 habe ich dich kaum gehauen. Doch, die 1-1 hat jemand gewürfelt. Tatsächlich. Ja, einer, aber die beide zusammen. Das ist korrekt. Ich führe übrigens momentan mit 3 gewürfelten 1. Ich habe auch 3. Nee, ja. Herzlichen Glückwunsch, dafür hast du ihn fast zu Tode gehauen. Ja, aber ich würde sagen, wenn du hast mehr 20, damit bin ich auch leicht. Dann bin ich ganz weit hinten. Ja, dann bin ich eindeutig führender. Führend, nicht Führer sagen. Ja, okay. Und dann, was machen wir denn jetzt? Dann wir gehen nach Hause. Dann geht ihr wohl nach Hause. Gut, wir gehen nach Hause. Gut. Es gibt 3 Monate. Damit sind jetzt tatsächlich. Also, ich finde. Also was ich wirklich. Sieht jemand meinen Blog? Unter deinen Zettel? Was ich immer wieder erstaunlich finde, ja, das muss ich jetzt einmal ganz kurz so. Erstaunlich gut oder schon schlecht? Erstaunlich. Einfach nur erstaunlich.
Also ich habe wirklich immer viele Notizen und die Notizen sind ja auch immer ja, recht umfangreich. Ich finde es aber immer wieder interessant, wie einfach, naja, wie einfach gefühlt so die Hälfte von dem, was ich mir notiere, halt nicht passiert. Weil irgendjemand auf irgendeine blöde Idee kommt. Aber dafür ist die Scheiße ja da hier. Ja, genau, genau. Wenn ich keine blöden Ideen haben durfte, dann ja, wäre ich nicht hier. Das ist vollkommen korrekt. Das finde ich aber halt immer wieder lustig, weil ich jetzt ganz ehrlich gesagt für die nächsten drei Monate, für die nächsten drei Wochen nichts. Ich wüsste jetzt nichts. Also wirklich. So. Wir können mal kurz festlegen. Hast du nicht geplant, dass wir so weit kommen? Oder? Ich habe nicht geplant, dass ihr so easy da wegkommt. eins! Nee, wir können mal kurz besprechen. Drei Wochen. Drei Wochen lange Zeit. In den drei Wochen passiert Tor. Ja, definitiv. Zäune verstärkt. In den drei Wochen passiert Zäune ausgebessert. Lass mich das notieren. So. Kann ich kurz pissen gehen? Mache das. Mache. Du hast eh bis jetzt so scheiße in den Kopf, von daher. So, also in den drei Wochen passiert das und so weiter und so fort. Wir erhöhen alle nochmal unseren Fernkampfbasiswert um 45. Attacke-Basiswert um 47. Okay, ist ja in Ordnung. Dann halt nur auf 47. So, und ja, der Rest ist mir eigentlich relativ boogie. Du bist einfach unzerstörbar. Unzerstörbar. Das ist mir eigentlich egal. Der Unzerstörbär. Hey, ich hätte mich übrigens gerne noch gepelzt. Ja, das war auch der Plan. Also der Plan war definitiv, dass er gegen die Viecher in der Halle kämpft. Leg dich doch mit Alexis an. Einfach nur aus Bock. Lass den LKW satteln, das MG rausstellen und dann mal die Halle auseinandernehmen. Ach, ich dachte gerade, da bohrt jemand. Das ist die Tür. Kann man mal machen, so um 10:45 bohren. Nee, 10:45. 10:45, wenn ich abgeholt, dann sei er nicht los. Was passiert noch in der Zeit? Wo ist der jetzt hingeschmissen? Ah, nirgendwo. Alles gut. Du hast aber nicht gegen meine Kamera geworfen, ne? Nein. Hi. So, was ist alles passiert? Also Max hat gesagt, ich habe das Beste errichtet, den Zaun verstärkt, aber der Rest ist mir eigentlich egal. Zitat Ende. Dir egal oder Max egal? Ihm egal. Ah, schade. Maximal egal. Ich will nicht mehr, danke. Ich will, aber ich kann nicht. Es passieren unschöne Sachen in Deutschland. Ja. Ja, sagt man, Ton. Wir hätten jetzt quasi einen 3-Wochen-Skip. Wenn der noch wirklich nichts Großartiges, was nicht dann gekünstelt erscheinen würde, passiert. Ja, wir können ja noch mal gucken, wenn die Runde ist komplett verheilt. Ich spreche jetzt mal offscreen, jetzt mal so. Rein theoretisch. Ja. Ist es ja der perfekte Start für eine demnächst Session, jetzt irgendwann mal in Zukunft gesehen, hoffentlich bald. Wenn wir quasi den Flug jetzt noch vornehmen, was dort passiert, wie wir fliegen und das nächste Mal in Kanada einsteigen in der neuen Welt. Oh ja, wird doch dazwischen noch was passieren. Theoretisch. Ich kenne doch Drew. Dass wir das Kapitel Festland abschließen quasi und dann sozusagen die Ereignisse auf dem Flug sozusagen dann als Einstieg sozusagen, das wäre doch jetzt für das... Ich habe meinen Einstieg für die nächste Session, keine Sorge. Da kommt aber vor unserem Flug nämlich nochmal nach Hünen und dann ist... Und dann sterben wir alle, dann werden wir wiedergeboren und dann Reinkarnation als eine Grille und ein Regenwurm und eine Nacktschnecke. Und dann haben wir Maschinengewehre und Stingerraketen und dann gehen wir alles auseinander. Wir machen erstmal das hier und jetzt. Das Ende der Session und wie die nächste und letzte losgeht, das erklären wir dann. Da müssen wir uns aber mehr Zeit nehmen. Richtig. Ja, natürlich, den ganzen Tag. Mit richtig viel Pelzerei. Richtig viel Pelzerei früh an. Wie unsere erste Session so. Fängst früh um 8 Uhr an. Oder um 10 Uhr, je nachdem, wo ich auch stehe. Wir haben um 14 Uhr angefangen. Oder 13 Uhr. Fangen wir früh um 14 Uhr an, je nachdem, wo ich auch stehe. Und dann einfach nur bis vorbei ist. Und dann mit Pizza und allem drum und dran und richtiges Fest machen, Alter. Weil so jung kommen wir dann nicht mehr zusammen. Naja, dann verrate ich. Das ist eigentlich schon voll melancholisch gerade, weil ich denke mir so, das ist jetzt die vorletzte Session von diesem Scheiß, Alter. Das ja, so vor allem auch für immer. Also ich sag euch ehrlich, wie es ist, es wird danach nicht mehr zustande kommen, glaube ich nicht dran. Komm in der